der letzten Episode. So. Ich sehe da so viel Zeug. Mensch. Oh ja, komm, wir nehmen doch den Stock mit. Wenn wir eh schon so langsam sind, dann macht das auch. Trotzdem sagt sie was dazu. Ja, das kann sein. Achso, ja, das funktioniert so nicht. Ja, ich hab's verstanden, okay? Und so geht's weiter. Hm? Ah. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in Episode 79. Ja, wir sind in unserem ersten Bunker sozusagen. Also der erste Bunker, den wir überhaupt gefunden haben in der gesamten Welt. Und ja. Beginnen ihn jetzt mal zu durchsuchen. Na gut, eine Signalpatrone. Okay. Ja, okay. Ja. Ich glaube, der war voll. Irgendwas drin? Sieht nicht so aus. Kann ich mal mehr aufstehen. Okay. Ein Pott Kaffee. Hat aber Noob gekocht. Also das ist ein normales Buch. Naja gut, ich gebe es erstmal her. Wir müssen wahrscheinlich zweimal gehen, fürchte ich fast. Naja, wenigstens kommt das Nähzeug dazu. Dann haben wir ja wieder ein paar Patronen und wahrscheinlich noch viel mehr Patronen. Und das dürfte jetzt inzwischen unsere dritte Signalpistole sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Halt, das war schon richtig. Wo haben wir die Signalpistole? Genau, idyllisches Tal und auf dem verlassenen Flughafen. Ja, das sind alles Bücher. Ich lasse die mal stehen, das wird sonst zu viel. Nützliches Hundefutter, ein 58% Schlafsack. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Da haben wir einen Brecher. Ja, das ist halt leider, das werden 10 Kilo. Ich lasse das auch erstmal da. Wieso düngen? Kannst du trotzdem aufstehen, während du das aufmachst. Noch mehr Handschuhe, Gott. Stoff, 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 Stoff. Und noch mehr Stoff. Ein bisschen Leder dazu. 0%. 0%, okay, das ist alles schon durch. Hm? Ich würde sagen, das steht schon eine Weile hier. 69%, na dann wahrscheinlich doch nicht. 99%, bitte was? Und 76, was war das? Achso, das war die Signalpistolenkiste. Wir werden nachher nochmal mit Laterne durchgehen, aber wir machen jetzt erstmal, was man so sieht. Wasser, ach, oh je, yeah. So viele Wasserreinigungstabletten. Eine Sicherung, okay. Ja, wahrscheinlich. Ein bisschen Kaffee, ah, da ist gar nichts drin. Okay. Da haben wir noch mehr Wassertabletten, okay. Wie gut sind die eigentlich insgesamt? 39 und 36%, okay. Ah ja, da haben wir noch ein bisschen Wasser. Ah ja, okay, alles klar. Uch, du Schande. Ja, leider schon. 98% und ein relativ olles dabei. Das ist noch ein Lernbuch, da haben wir noch einen Topf. Spatel braucht man, glaube ich, nicht. Noch ein improvisiertes Messer. Ist das inzwischen auch unser drittes? Wo haben wir das Messer? Ne, es ist unser viertes. Okay, alles klar. Die findet man inzwischen relativ häufig. Ja, schon. Das ebenso und das genauso. Okay, alles klar. Noch mehr Wasser. Noch viel mehr Wasser. Ja, noch. Ist alle irgendwie so angefangen, die Flaschen. Streichhölzer, Nähzeug, Schmerztabletten, okay. Noch mehr Wasser. Noch mehr Kaffee. Und noch mehr Schmerztabletten, Verband. Noch mehr Desinfektionsmittel, Antibiotika, Notfallspritze, Verband. Ja, es gibt inzwischen, warte mal, Leder haben wir hier. MRI, 96%, 88, 88, 88. 88. Okay. Ja, das ist in der Tat okay. Mhm. Dann haben wir den Feuerstahl. 87%, zwei Dosen. Na ja, gut. Das ist halt mehr das Gerümpel. Laterne. Ja, Brandbeschleuniger. Super. Und noch mehr Streichhölzer. Noch viel mehr Streichhölzer und noch mehr Brandbeschleuniger.
Blaue Kiste, sieht man immer gern. Gut, okay, das ist jetzt mehr oder weniger irrelevant. Das ist im Prinzip alles wie Streichholz zu betrachten. Du Schande, ich hab's fast vermutet, wir müssen nochmal herkommen. Ja. Gut, dann zücken wir mal die Laterne und gucken mal, ob wir sonst noch was finden. Ja, es gibt inzwischen... Warte mal, ich hole das mal vor, damit ich das beim nächsten Mal das nicht vergesse. Es gibt inzwischen wieder die Mod bezüglich der Better Fuel Management, wie das so schön heißt, wo man halt für Öl halt Kanister braucht, die also nicht mehr einfach erschaffen werden, aber die funktioniert nicht. Ich weiß auch nicht wieso, wurde released und wenn du dir dann die ZIP-Datei ziehst, ist sie nur ein paar Byte groß, also da ist irgendwie was verrutscht anscheinend, naja. Ja, das sieht so aus, als wäre es das gewesen, okay. Nein, wäre es nicht. Kaban, krass, 85% Kaban. Steht auch mal dahin. Okay. Dazu noch das ganze Holz und dann lassen wir vielleicht noch 5 Kilo an Stoff, an Stuff da. So dass wir auf plus minus 50 Kilo kommen. Ach, die wiegt nur 400 Gramm, okay. Gut, ich denke, das ist so okay, alles klar. Tja, dann schauen wir mal, was für Wetter ist. Da ja, ein bisschen trinken kann man noch. Klingt ja doch ein bisschen windig. Nee, ist es eigentlich nicht wirklich. Ach, hier haben wir noch die Därme, genau. Die packt man noch in den... Ah ja, gibt man noch was zu essen. Beziehungsweise gibt ja schon mal eins. Ja, die Därme schaffen wir jetzt erstmal in die Höhle bei dem Funkturm. Ja, der Weg zum Haus der Grauen Mutter ist relativ kurz. Der Weg hierher allerdings nicht. Es gibt keinen Weg hier hoch. Warte mal. Gibt es noch einen Weg, wo man leichter runterkommt? Vielleicht hier drüben. Ja. Ich habe mal in meinen Folgenplan, ich habe meinen Folgenplan bis Ende September im Prinzip durchgeplant gehabt. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Weil mir ja dann irgendwann eines Nachts einfiel. Ja, Moment mal, du hast doch bis im August ein paar Tage weg. Und fällt das denn überhaupt über ein Wochenende? Und ja, es fällt mal ein Wochenende. Das heißt, da fehlt mir ein Wochenende für die Vorproduktion. Das heißt, ich bin offiziell ab heute in der Vorproduktion für Mitte September. Also für die zweite Hälfte September, sagen wir es mal so. Ja, es scheint sich zuzunebeln oder was? Anscheinend. Deswegen der Wind, okay. Ja. Das heißt natürlich auch dementsprechend, die Folgen werden jetzt alle wieder eine Nuance kürzer, weil ich natürlich jetzt mehr Folgen dann pro Wochenende aufnehme. Und Interloper, das ist noch lange kein Thema. Also das kommt frühestens im Herbst wieder, wenn ich mich damit dann angefreundet habe, mal wieder auf eine Sterbehalde zu treten. Ja. Also am Sendeplan ändert sich vermutlich in den nächsten Monaten nichts. Bums. Es ist halt so, die Spiele, die ich alle spiele, Fallout 4 ist ja inzwischen, beginne ich am Wochenende jetzt mit der 131. Folge. Das ist ja schon auch... Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, aber das ist schon über ein Jahr. Wir nähern uns wahrscheinlich schon ein Vierteljahr und so oder so inzwischen. Hier sind wir ja inzwischen der 80. Das heißt, das Ganze läuft im Prinzip seit Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, glaube ich. Naja, hat sich anscheinend doch nochmal überlegt, ob er mit hier reinkommt. Genau, so, dann haben wir hier noch, wie viel Därme? 6 Stück. Alles klar. Muss man natürlich an die richtige Stelle denken. Ja, ein bisschen Wasser steht hier. Dann nutzen wir den Tag heute für den finalen Transport, also die Entleerung des Bunkers. Ich habe es fast vermutet, dass das nicht reicht. Ich glaube, das ganze Zeug, was da steht, das sind wahrscheinlich nochmal
15, 20 Kilo, schätze ich mal. Gut, dann nehmen wir das vielleicht beim zweiten Mal mit. Ja, die Madame ist eh auf Dauer ausgelegt, das ist klar. Also, solange wir machen halt so lange, wie es geht. Bis wir alle Regionen erforscht haben. Das auf jeden Fall. Beim Kartieren muss ich mir überlegen, ob man da nicht eine neue startet, eine native Sandbox, weil die Sache ist halt die, diese Sandbox hat halt keinen Effekt auf die Abzeichen. Also warte mal, dann laden wir nach. Ich gerade sehe, dass hier zwei fehlen. Ja, das ist natürlich ein bisschen negativ. Ich habe noch ein paar, die ich gerne pushen würde. Und zwar ziemlich krass teilweise sogar. Das ist auch nicht wirklich was für ein Interloper, das muss man halt fairerweise dazu sagen. Ja, und Project Zomboid, würde ich sagen, läuft auch. Ich weiß, es ist nicht für alle was, das ist auch okay. Mir macht das Spiel halt extrem viel Spaß. Und ich komme ja inzwischen auch in die Mechaniken rein, die eigentlich notwendig sind, um das Spiel zu spielen. So, dann schauen wir mal, wie wir jetzt hier reinkommen oder ob wir wieder angefallen werden. Und noch scheint es hier ruhig zu sein. Stachel. So, wie sieht's aus hier? Ruhig. Okay, instant weg. So, also. Kleidung. Ja, da haben wir zwei Schlafsäcke hier. Das ist auch ziemlich krass. Ja, Kleidung haben wir leider nichts wirklich Relevantes gefunden. Das finde ich ein bisschen schade. Aber so ist es halt. Dann haben wir hier noch drei Rehhäute, was ziemlich krass ist. Da könnte man sich eigentlich fast nur überlegen, mit den Därmen, ob man dann beim Bauernhaus unten nicht sich mal die Hose zum Beispiel bastelt. Muss ich nochmal in die Werte gucken. Okay, das war das Wasser und das ist der andere Stuff, den wir so mitnehmen halt. Ja, und das wird jetzt hier wahrscheinlich knapp. Ja, das ist schon voll. Ja, das ist so gemischt Ware. Das ist ein bisschen blöd. Dann mach mal lieber hier Werkzeug rein. Habe ich einen Topf hier gelassen? Ne, habe ich nicht. Das sind, wo haben wir den gelassen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir einen Topf hier zu lassen. Na, da ist unser Stuff. Okay, das ist auch noch unser Stuff. Na gut. Das ist leer, warte mal. Geht's hier weiter mit Feuermaterial? Genau, weil wir haben... Achso, die habe ich jetzt unten rein. Naja, ist auch egal. Gerade mal gucken. Hier ist unser Feuerstahl drin, richtig? Ja. Das ist nur auf 76%. So, Futter. Das muss man irgendwann auch mal sortieren. Alles zu seiner Zeit. Okay. Vor den Kühlschrank kommen die ganzen kaputten Dosen. Genau, den anderen Stuff nehmen wir mal mit. Wasser. Brauchen wir nicht so viel. Der Kaffee. Packen wir einfach auch erstmal dazu. Wahrscheinlich gibt es jetzt eine zweite Dose. Ja. Okay, 26 Kilo. Medizin, alles klar. Da haben wir auch wieder. Und der Rest kommt hier rein. Ja, 25 Kilo. Wir haben noch die Nähzeuge. Die lassen wir natürlich auch hier, aber das heißt, das ist dann schon wieder das Gewicht, um aufzubrechen. Weil viel weiter runter kriegt man es eigentlich nicht, ohne dass wir uns dann unnütz wehtun. Ja, auf zur nächsten Runde. Und das ist jetzt auch die Finale. Naja, da drüben sind sie direkt vor der Tür. Sozusagen von Milton.
Naja, gibt's viele Stöcke. Gut, dass sie alle in die Richtung rennen. Das ist natürlich schon extrem hilfreich. Bitte was? Willst du mich verarschen hier? Hallo? Ja, hallo? Was ist jetzt wieder kaputt gegangen? Wahrscheinlich die Tug. Nehme ich mal an, 60%. Hehe, ausgetrickst, ja. Gut. Ups. Ein wenig steil. Toll. Anscheinend begleiten die uns jetzt bis zum Bunker. Das Reh dran. Es hat natürlich Pech, dass es kein Gewehr hat. Also es hängt da auf den Bäumen fest. Nee. Tut es nicht. So, mal gucken, ob die Wölfe jetzt hier wieder sind. Ich würde gerne die Stöcke mitnehmen, aber ich weiß, dass das gefährlich enden kann. Deswegen lassen wir das mal lieber. Ja, da haben wir dann auf jeden Fall im Haus der Grauen Mutter genügend Zeug rumliegen. Brennmaterial, Kleidung. Ja, Kleidung war jetzt nicht so der Bringer. Ein Tug war dabei, okay. Aber der Rest ist eher so... So für den Zwischenstand, glaube ich, wäre das ganz cool. Für den Interloper wahrscheinlich auch, wobei ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die Interloper-Loot-Tables sind sowieso noch ein bisschen, sagen wir mal, verwirrend. Ja. Auszeit spielt ja momentan den T-Loper und die haben, wir haben eine Kaninchenfellmütze gefunden. Ja, das ist krass. Ich meine, geschenkter Gaul, sagt man natürlich wahrscheinlich nicht nein. Wir wollten ja echt selber basteln und da haben sie eine gefunden. Ja, an einer Stelle, die wir im idyllischen Tal nochmal abgehen müssen. Weil ich nicht wusste, dass man in diesen kleinen Schuppen vor dem Bauernhaus auch hochkommt. Tatsächlich. So, jetzt hauen wir uns hier nochmal voll. Und wie war das jetzt noch? 41, echt? Wollt sie nicht. Okay. Da sind wir erstmal wieder ausgerüstet. Sehr schön. Ja, nächster Schritt, wenn wir den Bunker fertig haben. Heißt es, Stumpflusstal ruft. Da müssen wir uns gut ausrüsten dafür. Und zwar aus Sicht der Tail. Das heißt, wir nehmen tonnenweise Revolvermunition mit. Den Bogen natürlich, das ist klar, kein Gewehr. Das ist sowieso, ich glaube, im Lagerbüro, wenn mich nicht alles täuscht. Weil ich dachte, wir gehen nur nach Milton. Ja, das hat sich schon wieder getäuscht. Es sieht wieder so aus, als würde es aufklaren. Und ich denke, das ist auch der Fall. Wie kalt ist das eigentlich? Was war die Temperatur? Da ich auch glatt die Tasten vergessen. Ja, okay. Was ist die Temperatur? Was ist das hier? Minus 3 Grad. Ja, ich hab's vergessen.
drücke jetzt hier alle Tasten. F. Achso, du kannst schon wieder nachladen. Ja, das geht ja echt. Verbrauch ist hier relativ hoch. So, kannst du erstmal. Ja, okay. H, nicht lange R drücken. Das ist der Unterschied zwischen den Spielen. Ja, der Weg ist ein bisschen weit zum Bunker. In der letzten, sage ich jetzt schon, in der... Gott, welche Folge war das denn? Ich glaube in der 76. Wurde ich auch gefragt, ob wir denn mal einen Bunker suchen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also aktiv. Wir sind jetzt halt über den ersten gestolpert und ich bin auch froh, dass er nicht leer ist. Die meisten sind anscheinend tatsächlich leer. Von daher Glück gehabt. Tja. Wir sollten, bevor wir ins Stumpflusstal gehen, auch nochmal um unsere Kleidung kümmern. So, da sind wir wieder. Ich weiß gar nicht, wie oft wir jetzt hier hingelaufen sind. Ich würde sagen, relativ häufig. Ich nehme an, der Bär ist noch nicht zurück. Tja. Das ist viel Geschlappe. Habe ich das wieder verpasst? Nee, es kommt noch. So, das ist jetzt leer, oder? Ja, plus minus. Für die nächste Bärenaktion ist das auf jeden Fall interessant. Hier kommt der Wind her. Alles klar. Ich hatte diese Woche, also ich gehe jetzt immer frühs raus. Ich stehe 5.30 Uhr auf und dann geht es auch direkt auf die Piste. Mal joggen, mal normal, also schnelles Gehen. Nicht joggen, also halt nur schnell gehen. Und ja, in dem Park, der hier bei uns ist, da leben auch Tiere, Wildtiere. Ja. Bin ich auf... ein Wildschweinmutter mit ihren Ferkeln gestoßen. Bin natürlich umgedreht, das ist klar. Weil du weißt nicht, wie viele da noch unterwegs sind und in den Kampf mit denen willst du die auch nicht unbedingt liefern, weil wenn die da schon mit Frischlingen unterwegs sind, dann ist es vielleicht nicht so intelligent zu sagen, okay, weißt du was, da gehe ich jetzt trotzdem noch vorbei. Ja, und heute habe ich sogar noch einen Rehkitz gesehen. Also es war gerade, ich bin gerade nur eingebogen in einen Weg und da ist gerade noch das Rehkitz verschwunden. Ich nehme an, dass die Mutter voraus war. Die laufen ja normalerweise nicht allein rum. Zumindest jetzt noch nicht. Da ist ganz schön was los. Also frühs mehr Tiere als Menschen. Ja. Aber es ist warm, alter Schwede. Was konform to surface? Ja, okay, gut. Also heute früh waren es, glaube ich, 17 Grad. Gestern war es so krass. Gestern waren es 19 Grad früh. Boah, da schläft man auch nicht wirklich gut. Du hast die noch, okay? Wolltest jetzt nicht wegstecken. Immerhin ist sie schon mal aus gewesen. Das muss man schon als Fortschritt sehen. Naja, immer noch mal checken. Ah, schönes Wetterchen auf jeden Fall. So schön wie hier, nur umgekehrt halt von der Temperatur. Ja, es ist ziemlich genau umgekehrt. Ja, und jetzt heißt es mitnehmen, was sonst noch mitzunehmen ist.
Wir machen den aber noch nicht komplett leer. Also den Stoff und so weiter und auch die ganzen Bücher, die Kartons. Und das lasse ich erstmal da. Wir nehmen nur alles, was lose ist, sozusagen mit. Da können wir unsere Laterne nochmal auffüllen. Das ist ganz praktisch. Ja gut, die Kiste zerlegen, weiß ich jetzt nicht, sehe ich jetzt noch nicht. Wir lassen das... Ja, ja, ich weiß. Wir lassen das jetzt mal hier, weil, wir sind erstens mal schon schwer genug und zweitens, vielleicht braucht man mal ein bisschen Holz. Man weiß es ja nicht. Aber ich denke, dann haben wir alles. Wenn nicht, schreibt das in die Kommentare. Also auch das Fleisch und das Wasser hier, das passt schon. Ich glaube, hier war früher so eine Ranke, wo du halt drauf und runter klettern konntest. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, du kommst da nicht mehr durch. Du bist zu tief oder du prallst am Felsen ab und hier drüben... Ich glaube nicht, dass du... Kommst du da herauf? Wenn man ganz hier rauf geht und dann hier so... Ja, okay. Ja, das funktioniert nicht. Ja, okay, jetzt sind wir so zu tief. Da kommst du dann gar nicht mehr rauf, okay. Ich verstehe das nicht, warum sie das wie eine Einbahnstraße gemacht haben. Wirklich Sinn macht das auf jeden Fall nicht. So, ich will nur mal um diese... Ja, diese Insel schauen, aber ich glaube, hier liegt nichts. Ja, mühsam. Ich kann nur eins sagen, ich beneide dich. Ich hätte jetzt auch lieber, dass mir zu kalt wäre und ich müsste mich anziehen, anstatt hier zu sitzen und zu denken, okay, ich kann nicht mehr viel ausziehen. Na gut, wird ein bisschen kühler die Woche, das ist dann schon ganz angenehm. Wenn es frühest nicht mehr so knapp 20 Grad hat, sondern dann vielleicht eher und knapp unter 15, das ist ja auch schon was. Bleibt aber knochentrocken. Also hier ist alles schon, das ganze Gras, alles braun. Da ist nichts mehr. Es gibt ein paar, die sich da dem ein bisschen widersetzen, die den grünen Rasen haben. Die sind aber da auch dabei, ständig Wasser drauf zu schmeißen auf den Rasen. Na ja, gut. Tja, genau da müssen wir hin. Ja, der Wind dreht halt auch fröhlich. Der weiß noch gar nicht so wirklich, wo er eigentlich herkommt. Der kreuz und quer verweht jetzt den Nebel. Naja, im Windschatten wird es dir sogar warm. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, wir müssen uns jetzt erstmal keine großen Gedanken machen wegen Lagerkoller-Risiko. Das ist erstmal in ganz, ganz weiter Ferne. Und runter. Yes. So, gleich wieder in Hab-8-Stellung hier. Stunden später und es ist nicht mehr neblig.
So, dann sind wir bald da. Ich weiß nicht, ich denke mal, wir bleiben heute noch hier. Kümmern uns um unsere Kleidung lieber. Das ist auf jeden Fall gesünder. Jetzt liegt da drüben natürlich ein Wolf und das wäre eigentlich gar nicht so schlecht hier, aber das Problem, ja. Das Problem ist halt, das wären dann gleich wieder 12 Wölfe. Ja, das haben wir immer noch. Gut, alles klar. Was haben wir jetzt eigentlich mitgebracht? Vor allem Holz halt. Das ist ein bisschen schon leichter geworden. Doch viel mehr Medizin. Na gut, eigentlich nur Antiseptikum. Was haben wir noch? Genau, den Kaban haben wir noch. Der bringt uns natürlich nichts. Ölhülsen haben wir natürlich auch bekommen. Klar, bekommen in Anführungsstrichen. Noch die blaue Kiste. Das ist nur Material. Okay, das Öl stellen wir oben drauf. Warte mal. Ich glaube, wir haben unser Brecheisen, ja, das Bei auch, genau. Erstmal abgelegt, oder Schlafsack ist nur noch bei 54%. So, dann bitte die Laterne auffüllen. Dass so viel Öl finden, ist das natürlich echt gut. So. Ja, genau. Wo war das? Ach so, wir haben hier schon einen, echt. Ups. Dann stellen wir die gerade daneben. Ja, 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 ja. In der Richtung. Ne, das ist nicht unser Stuff. Okay. Da ist auch noch eine blaue Kiste drin. Das ist unser Stuff. Okay. Brecheisen brauchen wir eigentlich nicht. Säge brauchen wir auch nicht. Wir haben gesagt, wir nehmen den Bogen wieder mit. Wir nehmen die ganzen Streichhölzer mit. Den zweiten Topf. Die Tees. Die Munition. Futter haben wir eigentlich erstmal genug. Bogen. Ja, die ganzen Wassertabletten. Wir nehmen zumindest mal 4 mit, die schlechteren 4. Das kommt mit. Der Wetzstein. Achso, jetzt haben wir noch mehr davon. Und noch ein Angelzeug. Und die Kaffees. Genau. Okay, gut. Ja, natürlich. Wir sind tatsächlich sehr, sehr leicht. Achso, wir haben den Schlafsack noch. Okay, wir haben ja sogar noch leichter. Sehr schön. Gut. Dann schaue ich mal hier rein. Aber ich glaube, davon ist eigentlich nichts mitzunehmen. Naja. Nehmen wir den Brandbeschleuniger mit. Der Rest eher nicht. Was sagt der Revolver? 74%. Okay, das reicht. Ja, ich würde sagen, das ist... Wir Messer haben wir dabei. Messer und Beil. Genau, das reicht. Das ist unser Futter. Den Kaban legt noch ab. Ja, der ist zwar schon cool, aber das ist, wenn du da halt Expeditionsparkers hast, da kommst du dagegen nicht an. Ein bisschen schon, aber huch, was ist denn jetzt mit den Buttons hier los? Sehen die immer so aus? Ja, anscheinend schon. Gut. Dann lass uns mal die Kleidung schauen. Was ist hier so großartig kaputt? Also die Tug, das ist klar, die ist immer kaputt. 40 Minuten. Alle Schmerzen sind geheilt, okay. Natürlich. Jetzt geht das wieder los. Das kannst du übrigens auch früher feststellen, dass das nicht klappt. 85%, das passt. Das müssen wir nur umdrehen. Pullover ist eh noch intakt. Die passen noch. Die Hose ist bei 72%. Auch 40 Minuten. Jetzt sag nicht, dass das auch scheitert. Sagt sie nicht. Das passt, das passt. Sorgen sind okay. Dafür brauchen wir Leder. Wo ist es? Wo ist es? Da.
Okay. Die müssen wir definitiv reparieren und das. Ach du Schande. Ja, okay. Wie kalt ist das draußen? Also wir sind im Wind, echt. Dann machen wir das halt hier. Halt die Socken, die Schuhe. Bitte. 2 Stunden und 2 Minuten. Na Gott sei Dank hat das geklappt. Ja, hat der Wind noch natürlich noch fröhlich gedreht, aber es macht nichts. So, dann können wir uns eigentlich mal ans Bett stellen. Weil viel mehr machen wir heute nicht. Es wird sowieso zu finster. Auch wenn die Nacht noch nicht sehr alt ist. Wie ist das eigentlich mit dem? Ach, das können wir ja gar nicht mehr lernen. Wir sind schon auf Level 5. Dann müssen wir das auch noch rauslegen. Wir gehen dann echt. Wie bitte was? Was ist denn hier passiert? Wir sind hier auf einmal auf 8%. Was ist hier passiert? Ja, je besser deine Kleidung, umso schlechter die Wassertabletten. Anscheinend. Ja, wir müssen noch Stoff mitnehmen. Okay, gut. Dann warte 2 Stunden, bevor wir da uns überhaupt mal dran machen können, ins Bett zu gehen. So, das passt. Okay, Futter. 1000 Kalorien, das reicht. Okay, ein bisschen Wasser nehmen wir noch mit. Ich versuche, das Futter zu strecken bis zur Höhle Richtung Sturmflusstal. Gute Nacht. So, verstauchtes Handgelenk. Ja, der Wolf ist geflohen, hat uns dann trotzdem angegriffen. Also den Bug gibt es wohl immer noch. Ja, wir müssen noch ein Weilchen wegbleiben. So, also das Leder bleibt hier, aber der Stoff braucht man ein bisschen. So. Genau, ein Buch bleibt da. Wir nehmen aber noch Wasser mit. Müsste ich vielleicht hier rauf gehen? 1,81. Ja, komm. Wir sind tatsächlich relativ leicht. Das passt dann schon. Beziehungsweise, ich nehme das mal mit, weil... Ja, du kriegst gleich was. Aber sie sind nicht schlechter geworden. Ja, ich weiß, dass wir einiges nicht dabei haben, aber das reicht eigentlich zum Survival sozusagen. Wir haben für den Bogen 7 Pfeile und 50 Schuss für den Revolver. Das müsste eigentlich reichen. Da haben wir Nebel. So, wir müssen uns wahrscheinlich wieder durchschießen. Nee, jetzt anscheinend nicht mehr. Okay. Doch, jetzt sind sie gespawnt. Gut, alles klar. Diesmal schieße ich auch früher. Und zwar jetzt. Okay, einer ist nach rechts, der andere ist anscheinend nach links. Ja, ich dachte, man könnte sich jetzt um den Wolf kümmern, aber anscheinend nicht. Na ja, guck mal. Achso. Echt aufpassen hier. Anscheinend gibt es jetzt auch immer einen Wolf unter der Brücke. Okay. Balti Beat. Ja, das sind jetzt die Wölfe in der Stadt, genau. Ja, wir müssen im Sturmflusstal eine relativ zentrale Position einnehmen. weil ich glaube, das Signal empfängst du nicht von überall nach überall. Also das kann schon sein, wenn wir da nur am Eingang bleiben, dass wir das Signal nicht empfangen, wenn es auf der anderen Seite ist. Ich hoffe aber, wenn man in der Mitte ist, plus minus, dass man da vielleicht eher was empfängt. Bin echt mal gespannt. Wir werden wahrscheinlich wieder einen Haufen Signalfackeln finden. Da haben sie bei Hinterland echt ihren Narren dran gefressen. Ja, ja, ich weiß. Da vorne ist das auch. Es ist nicht mehr so weit. Ja,
Ja, wahrscheinlich werden wir den Bären auch noch mitnehmen. Das Bärenfell, Rätselsee und so. Mal gucken. Das braucht... Wie lange braucht das Bärenfell? 10 Tage? Sind das 10 Tage? Ja, der Wolf rechts ist schon wieder da. Ja, ja. Da vorne ist die Höhle. Da werden wir uns auf jeden Fall ausreichend aufwärmen können. Wir hatten jetzt heute Nacht auch keine Aurora, also die Chance, dass wir in der nächsten Nacht eine Aurora bekommen, ist natürlich genauso hoch wie in jeder Nacht, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass es wahrscheinlicher ist. Weil jede Serie endet mal und wir haben ja unsere in dem Custom auch noch die Aurora-Chance erhöht sozusagen, also von daher passt das ja. So, dann heißt es jetzt, gönn dir Bär. Und zwar komplett. Wir essen uns komplett voll, auch wenn das bedeutet, dass wir nochmal 30 Kalorien reinquetschen müssen. Sehr schön. In der nächsten Folge gehen wir durch die Höhle und ins Stumpflusstal. Positionieren, wie gesagt, uns irgendwo in der Mitte. Versuchen das Signal zu erhaschen, sobald mal Aurora kommt. Ich hoffe, wir müssen nicht zu lange warten. Und wo das der Fund dann ist, wahrscheinlich entweder im Talkessel oder auf dem Gipfel, keine Ahnung. Und was es dort zu finden gibt, bin ich mal gespannt. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.